the slab. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the calf. Please stop talking that trash, cause the vibes and the fun all the way to the. Ich war jetzt hier bei einem Laden und hab mit einem Vermieter, der in den neuen Wohnmobil begibt, in einem neuen Wohngebiet Häuser, eine kleine Wohnung verkauft. Und ich habe mir gedacht, ja, da ich jetzt halt nicht im Bauhofheber Haupthaus wohnen möchte, habe ich mir überlegt, ja komm, da miete ich mir mal eine kleine Wohnung. Ey, Mann, so, also miete ich mir da eine kleine Wohnung, wo ich halt dann wohnen kann. Und da kann ich dann auch wenigstens mein Auto hinstellen und meine ganze Einrichtung hier mal dann kaufen. Und ihr seht schon, ich fahre jetzt hier ultra schnell dahin, weil ich will es euch unbedingt zeigen. Oh, ja. Darum sollte man nie so schnell rasen. Ja, merkt euch das, mit dem Auto nie so schnell fahren. Auf jeden Fall müsste es dann hier gleich sein. Ist auch ein sehr, sehr neues Haus. Da wohnen bisher, glaube ich, noch gar keine oder vielleicht 1-2 Leute. Weiß ich nicht, aber ich versuchte mir halt, war kein deutscher Satz, ich versuche mir halt ein gescheites Haus herauszusuchen, wo ich halt wirklich wohnen kann. So, dann hier abbiegen und vielleicht wissen es jetzt schon, wenn man den sieht. Ja, dieses Haus hier, das wird jetzt halt mein neues, trautes Heim. Sieht es nicht geil aus? Kann man, wenn man rein kann, ne? Oh. Okay, das ist ein ultra geiles Haus. Ja, da wir hier sehr viele Parkplätze haben, könnte ich mir dann auch irgendwann neue Autos zulegen. Hätte ich auf jeden Fall schon sehr Bock, ein eigenes, Leute, mehrere Autos zu haben, aber ich finde es halt sehr luxuriös so. Wir haben auf jeden Fall fast 6 Millionen auf dem Konto. So, die ist dann auch hier direkt, wenn man hier hochkommt und bitte reinkommt, ist das hier meine Wohnung. Hier eine kleine Wohntour, hier kommt der Küche hin. Dann kommt hier noch, da sind halt Kartons drin und so. Auf jeden Fall wird das jetzt meine Wohnung. Kann ich auch die Türen? Nee, schade. Das wäre jetzt auch cool. Aber das ist halt das ist meine Wohnung. Hier ist noch eine kleine Abstellkammer. Dann ist hier noch ein Klo. Ist ja sehr schön. Aber eben die Gemeinde hat mich halt kontaktiert. Und ich soll mal bitte zum Hafen kommen, weil ich ein Geschenk kriege. So, wir sind jetzt gleich auch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, wie man sehen kann, ich bin der beste Autofahrer, den es gibt. Und da ich so ein braver Bürger bin, hier wirklich noch nichts so verbrochen habe und wirklich jetzt wirklich sehr krass am Arbeiten immer bin. Das ist halt, glaube ich, auch kein deutscher Satz. Wollen sie mir jetzt halt etwas schenken und die können beraten, was es ist, weil das ist in der letzten Folge auf jeden Fall im Video dabei gewesen, am Anfang. Ja, jetzt müssten sie alle geklingelt haben, die letzte Folge gesehen haben. Klingelt meine ich. Und wenn jetzt hier mal anhalten. Tada! Dieses Ding kriegen wir jetzt einfach. Oh, mit diesem geilen Sound. Oh mein Gott, schaut mal, wie dieses wunderschöne Auto hier einfach steht. Oh, vor meiner Wohnung, das sieht so geil. So, jetzt fahre ich jetzt auch mal mit meinem alten Auto tanken. So, mit den zweiten Autos sind wir jetzt inzwischen auch schon da. Also das Auto von Ferrari ist auch wirklich so ein Ferrari Rot. Aber wir sollten eigentlich heute mal auf mein Tablet oben schauen, so. Was wir heute auch wirklich so Aufträge haben. Vielleicht finden wir ja was. Und ja, so, wir sind auch mal hier in unserem Menü. Und hier sehen wir einmal, was wir am besten verkaufen können. Aber es bringt uns eigentlich bisher noch gar nicht. Ja, es ist natürlich sehr, sehr toll. Auf jeden Fall, hier haben wir unsere Karte hier. Und hier ist eine Baustelle. Und ich würde mal sagen, wir fahren. Ja, könnten wir vielleicht mal so wirklich mal das hinschauen zur Baustelle. So einen kleinen Auftrag machen und schauen mal, was wir da so gemacht ist. Als Chef so. Jetzt mal schauen, so ob die Baustellen weitergehen oder wie weit die schon hier sind. Habt ihr wirklich gedacht, ich fahre mit einem Auto von mir? Natürlich nicht. Ich fahre natürlich mit den Bauhof-Weber-Chefwagen. Ist ja eigentlich auch schließlich ja alles bei Sponsored von Bauhof-Weber. Beziehungsweise den YouTuber dahinter, Benny. Weil der hat da eigentlich auch die ganzen Mods mit seinem Team erstellt. Und ich spiele sich jetzt halt nur so kleines Roleplay-mäßig, weil ich kann selber so Mods nicht erstellen. Ich kann zwar ein paar Datapacks für Minecraft produzieren, beziehungsweise coden, aber ansonsten kann ich jetzt allgemein nicht so viel so machen. Und da finde ich es halt gut, dass es so Leute gibt, die es halt machen und es halt wirklich auch perfekt machen, so wie ich es halt auch machen möchte. Last but not least, wir sind auf jeden Fall schon hier. Und ich sehe schon den Bagger und... Boah. Ich habe schon so das Gefühl, dass jetzt hier wirklich schon gearbeitet wurde. Denn das ist auch der LKW. Yo, es ist sehr gut geworden hier. Wir haben hier wirklich gearbeitet. Und da oben in der Schaufel ist sogar noch was drin. Geil. Krass. Da wird auch bald wieder Dirt verkauft. Aber wir fahren jetzt mal mit den Bauhofweber. So, bei Bauhofweber auch schon wieder angekommen. Können wir jetzt hier noch gut parken? Wo parken wir? Wahrscheinlich hier hinter den Kipper oder so. Schön am Gehsteig. Damit wir auch keine LKWs hier stören. Aber Leute, das...